Moin Moin Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch einen Glühwein. Es wird Winter, es wird kälter, Weihnachtsmarkt ist nicht da und so einen schönen Glühwein, warum nicht? Den sollte man sich sowieso vorbereiten und wenn man einen schönen Spaziergang gemacht hat und man kommt wieder nach Hus, also nach Hause, dann sich den warm machen und einfach nur genießen. Weil so ein Glühwein schmeckt einfach am besten, wenn man von draußen kommt und man so ein bisschen friert und man sich innerlich wärmen möchte. Das ist schon herrlich. Folgende Zutaten dafür sind ein Rotwein, den ihr mögt. Ich habe hier einen guten Rotwein, der, wie heißt er? Carinha Monte Plugar. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber der hat auch schon Staub angesetzt, aber ich habe ihn schon mal gehabt und dafür ist er richtig, wäre richtig cool, weil der hat so einen kleinen so Himbeergeschmack. Aber den mache ich nicht extra auf. Ich habe hier einen Wein, wo ich mit so der Koch, ist kein schlechter Wein, ist ein guter Wein. Der kommt aus Kroatien, Platina. Also er schmeckt eigentlich ganz gut. Steht sogar Spitzenwein drauf, ob es das ist. Also ich bin nicht der Weinkenner, aber ich kann euch nur sagen, nehmt einfach einen Wein, der euch schmeckt. Zutaten. Äpfel, Zitronenschale, ich habe eben so einen Kinderpunsch gemacht, deswegen habe ich hier schon mal die Hälfte abgemacht. Das gleiche ist mit der Orange. Dann nehme ich ein bisschen Tonkabohne, bisschen Zucker, bisschen Vanillezucker, bisschen Zitrone. Dann brauchen wir Vanille, Kardamom, Nelken. Ich habe beides jetzt nur in Pulverform da. Wenn ihr jetzt Nelken, sonst nehmt ihr zwei Nelken, nicht mehr, wenn zu viel ist. Zu viel Nelken ist nicht schön. Und noch schlimmer ist, wenn man so einen Kram in Rotkohl hat und man macht Ganze rein und hat keiner einen Gewürzsack genommen und man beißt da drauf. Das mag ich ja gar nicht, ne? So, Kardamom hatte ich gesagt, hatte ich auch so Tüten. Ihr könnt ein Gewürz reinmachen, was ihr eigentlich mögt. Ganz wichtig ist für mich Zimt und, nicht weil ich ein Freund von Chili bin oder sonst was, aber bei so einem Glühwein, wenn man so einen Tropfen, kein Chili, so einen Tropfen Cayenne reinmacht, das ist so ein Tropfen, so ein bisschen, das ist so hinten ganz leicht, die Süße, der Alkohol, also das hat schon was. So, wir fangen jetzt erstmal an. Wir können nicht gleich den Wein reinmachen, weil wenn der Wein kocht, dann ist der Alkohol weg. Ich glaube, ab 70 Grad war das. Und das wollen wir nicht. Also kochen wir uns so einen Zuckersirup. Da können wir nachher auch immer noch so ein bisschen flexibel sein. In dem Fall nehme ich ein bisschen Traubensaft. Oder wie eben hatte ich ja so einen Kinderpunsch gemacht. Den könnte man auch dafür nehmen. Aber ich nehme jetzt so einen Schuss Traubensaft. Weil ich den Wein ja gern so ein bisschen in der Richtung haben möchte. Dann nehme ich hier die Orangenschale und mache hier das Weiße ab, weil das Weiße ist bitter und das will ich nicht haben. Also kommt das weg. Ihr könnt das auch dünner abschneiden, dann habt ihr das Problem nicht. Hier habe ich noch ein Stück Orange über, die kommt natürlich da rein. So, dann nehmen wir hier noch mehr Schale. Bisschen dünner schneiden. Oder schälen, aber das läuft nicht so mit den. So, das gleiche ist mit Zitrone. Da ist nicht so viel von den Weißen dran. Dann schön rühren. Und das kochen wir dann auch so ein bisschen ein, dass so eine Art Sirup entsteht. Müssen wir uns so ein bisschen gedulden. Das war ein halber Apfel, der da reinkommt. Dann kommt das von der Orange rein, aber macht euch das Weiße komplett weg, weil sonst wäre das Ganze so bitter und das ist das, was wir ja vermeiden wollen. Das geht so wesentlich einfacher, als wenn man die Schale und dann das auskratzen würde. Ich trinke gerade nebenbei den Kinderpunsch, der ist einfach nur geil. So, jetzt machen wir so einen Teelöffel Kardamom rein. Nelken nur ein bisschen. Also wie gesagt, wenn ihr Ganze habt, nehmt zwei Nelken. Wenn ihr keine habt, so jetzt kommt ein Hauch Cayennepfeffer. Dann kommt auf jeden Fall Zimt. Und noch ein bisschen Zimt dazu. Sternanis, zwei Stück. Wie gesagt, ich mache euch das alles noch in der Infobox rein. Könnt ihr denn das nochmal genau nachlesen? Aber ihr solltet sowieso im Prinzip nach eurem Geschmack gehen. So, das kann jetzt ruhig kochen, das soll auch einkochen ein bisschen, das soll so ein bisschen sirupartig werden. Weil so holen wir jetzt schon Kraft und so ein bisschen und den Geschmack heraus. So, ich mache jetzt noch Tonkabohne rein, wenn ihr habt. So, das ist ungefähr
Ja, eine Viertel oder ein Drittel von der Tonkabohne. Tonkabohne riecht einfach nur geil. So, jetzt rühren wir. Da das sowieso für mich ist, kann ich auch den Löffel nehmen. Aber selbst wenn das kocht so, dass dann nachher sowieso alle Bakterien weg sind. Hm? Das schmeckt so schon lecker. Ja, ist auch süß. Ach so, was ich denn noch vergessen habe. Ingwer noch. So, da ich die Orange nicht mehr gebrauchen kann, drücke ich sie mir natürlich aus. Dann geht auch, wenn man was nicht hat, dann macht man sich einen Löffel rein und dreht dabei den Löffel. Das wird sowieso durch ein Sieb geknallt. So, das müssen wir jetzt so lange so köcheln lassen, bis es also fast ein Sirup ist. Noch ist flüssig, also müssen wir dann noch ein bisschen warten. Ich packe noch ein bisschen Vanillezucker rein mit den Dingern. So, wie gesagt, das kommt alles nachher noch in der Infobox. So, ein Tropfen Honig, aber auch nur ein. Und dann noch ein bisschen Zitronensaft. Das ist frisch gepresster, weil ich schon was anderes auch so gemacht hatte und den muss ich mir ja auspressen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Geschmack annimmt. Oh, das schmeckt schon cool. Aber wie gesagt, das müsst ihr jetzt wirklich einkochen lassen. Und dann kommt der Wein drauf und dann ist das fertig. Das Gute ist, also ich empfinde das so, muss ja jeder für sich selber wissen. Aber wenn ich weiß, ich gehe jetzt raus spazieren und das ist schön kalt und man kommt wieder. Oder bei euch im Süden, ne? Ja, ein bisschen neidisch, ne? Aber wenn da richtig schön Schnee liegt und sonst was und schön Spaziergang draußen ist, nach Stunden wiederkommen und man hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie an so einen Weihnachtsstand zu gehen, weil es dieses Jahr nun mal auch mal so einen schönen Glühwein sich vorgemacht. Ja, was will man mehr? Und das duftet hier so, so geil. Weihnachtlich halt. Glühwein. Weihnachtsmarkt. So riecht das. Das, ja, genau. Das riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt. So, jetzt wird das langsam sirupartig. Und das ist jetzt was. Da könnt ihr euch ruhig ein bisschen mehr machen. Und dann jedes Mal, wenn ihr was habt, macht ihr euch den da Sirup. Der hält 2-3 Wochen. Sag ich jetzt mal so, im Kühlschrank würde ich ihn halten. Ich will da nichts Falsches sagen. Aber ich weiß, so wenn ich Sirup mache, egal in welcher Form, so in dieser Form meine ich, dann kann ich den 3 Wochen lang gut benutzen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber rausfinden. Das ist meine Erfahrung, die ich bis jetzt mit Sirup hatte. Aber wie gesagt, der muss auch schön eingekocht sein. Und dann zeige ich euch gleich was Gutes. Man kann das auch alles schnell zusammen mal punchen und so, dann geht das auch, ne? Und schmeckt dann auch bestimmt, ne? Aber wir machen ja gleich ein bisschen weiter, ne? So, jetzt stellen wir das klein. Das soll jetzt aufhören zu kochen, weil wenn wir den Wein reinmachen, da soll ja Alkohol mit drin sein. Das ist ja Sinn der Sache. Nur wenn das kocht, dann verfliegt der Alkohol. Nicht ganz. Also ich habe mal gelernt, dass 2% noch nachbleiben beim Kochen. Aber das wollen wir gar nicht aufkommen lassen. Wir kommen ja, wie viel hatte ich hier? 13%. Wir wollen ja die 13%, die der Wein hier hat, den wollen wir behalten. Jetzt mache ich mal was. Und zwar, ich würde das jetzt normal durch ein Sieb lassen. Oder ich lasse es mal einfach durch ein Sieb. Und wenn wir das schon machen, dann können wir das auch mal gleich mal richtig zeigen. Also ich würde mir den jetzt noch länger einkochen, dass es richtig Sirup ist. So, das ist jetzt ja noch ein bisschen flüssig. Aber den müsst ihr euch noch mal um die Hälfte einkochen. Und dann macht ihr euch ein Glas. Och, schmeckt das Zeug geil. Dann nehmt ihr euch einen Becher, schüttet euch den Rotwein rein. Die Menge, die ihr haben wollt. Ich mache das jetzt mal ein bisschen, weil wenn ich mir das jetzt, ich hätte das jetzt im Glas irgendwo, wie auch immer, und dann mache ich mir die Menge an Sirup rein, die ich haben will. So als Beispiel jetzt so, das müsst ihr jetzt abschmecken, ne? Ich weiß, dass ich jetzt für diese Menge das Ganze brauche, aber ich sage ja, wenn ihr euch ein bisschen mehr vorkochen würdet, dann hättet ihr, dann geht das Ganze schnell. Ihr habt euren Sirup fertig, so wie ihr haben wollt, so gewürzt, so wie ich das euch eben gezeigt habe. Aber wie gesagt, das müsst ihr noch mehr einkochen lassen. Ich lasse jetzt das Ganze einfach eine Viertelstunde lang ziehen. Das soll jetzt nicht mehr kochen. Das stellen wir ganz aus. Und dann machen wir uns den Glühwein fertig. Ach ja, das hatte ich euch noch gar nicht gesagt, ne? Muss mal mein Messer suchen. Was richtig cool kommt, ist, entweder könnt ihr einen Schuss Muskatnuss nehmen. Aber ich habe hier Zitronentümer. Nicht viel, aber 2-3 solche Zweige, die zum Schluss mit reinpacken und das Ganze ziehen lassen. Das ist einfach nur lecker. So, ich mache jetzt erstmal ein bisschen sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir den Glühwein jetzt ins Glas umgefüllt. Ich hatte ja vorher so einen Kinderpunsch genommen. Da habe ich jetzt die Sachen mit
einfach nur draufgepackt. Ihr könnt das alles ja ausgehen, wie ihr möchtet. Der ist richtig lecker, also für meinen Geschmack. Und wenn ihr das so macht, wie gesagt, Zutaten schreibe ich noch genau in der Infobox rein. Wie viel das ist so ungefähr. Also ein bisschen Orange, Apfel, halber Apfel. Also das schreibe ich noch alles rein und so genau. Und ich kann einfach nur sagen, das ist richtig, richtig lecker. Oh, geil. Gefällt euch mein Kanal? Abonniert ihn. Ich freue mich riesig. Klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen mit diesem Glühwein. Wünscht euch euer Ariel. Ach ja, nochmal eins dazu gesagt. Nehmt immer einen schönen fruchtigen Rotwein. Das macht das Ganze noch viel interessanter. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß. Ja, das ist ja nicht nur Vorweihnachtszeit, ist ja einfach, wenn es kalt ist. Dann nach einem schönen leckeren, dann wünsche ich euch nach einem schönen Spaziergang diesen leckeren Glühwein. Und tschüss.